Freundschaften spielen für Kinder und Jugendliche eine ganz große Rolle für die Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ja so, dass jeder Mensch auch ein Bedürfnis nach Bindung und Beziehung hat, was dann in einer Freundschaft auch erfüllt werden kann. Ich lerne ganz viel in einer Freundschaft, also erlerne soziale Kompetenzen, beispielsweise, wie gehe ich mit einem Streit um oder wie kann ich einen Konflikt lösen oder einen Kompromiss finden. Ich erlebe in einer Freundschaft ja auch soziale Unterstützung oder Anerkennung, wodurch auch mein Selbstwert gesteigert werden kann. Und insbesondere im Jugendalter ist es ja dann auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, wenn es darum geht, sich immer mehr von seinem Elternhaus abzulösen und selbstständiger zu werden. Ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, dass man offen und ehrlich zueinander ist und über alles reden kann. Aber auch, dass man ja, sich so akzeptiert, wie man ist, dass man vielleicht auch ähnliche Werte oder Einstellungen teilt, aber dass man natürlich auch ganz viel Spaß gemeinsam hat und viel zusammen lachen kann. Ja, auf der einen Seite würde ich sagen, dass es schon hilfreich sein kann und vielleicht auch entlastend wirkt, wenn ich auf andere Gleichaltrige treffe, die ja vielleicht ähnliche Probleme oder Schwierigkeiten haben wie man selbst und dass man so ein Gefühl bekommt, oh, ich bin damit nicht alleine und andere haben vielleicht was Ähnliches erlebt oder fühlen ähnlich wie ich. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass es einem aufgrund der eigenen psychischen Erkrankung vielleicht gerade nicht so gut geht und man dann natürlich schauen muss, dass man sich nicht noch durch die Probleme anderer zusätzlich belastet oder sich vielleicht auch Verhaltensweisen abschaut, die ja für einen selbst gerade nicht so gut sind. Ja, ich würde sagen, dass man für den Freund da ist, dass man Verständnis und Mitgefühl zeigt, zuhört und dann aber auch den Freund oder die Freundin dabei unterstützt und ermutigt, sich dann vielleicht auch professionelle Hilfe zu suchen, das anbietet, bei der Suche auch zu unterstützen oder auch bei einem Termin dann gegebenenfalls zu begleiten.